Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Sei still! Also, was war los? Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Ah, der Aufzug ist kaputt. Ich repariere ihn später. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Zauber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Schieß aufs Fass. Da ist auch Klingstein dran. Ja! Fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Bert, wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Sieht nach Zwergen aus. Es ist Klingstein, aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. Gaulbach! Tyr ist arm also. Dein Vater schuldete Tor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Etwas Hilfe wäre gut. Ah, na gut. Ja, ich,
Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Tja, du brauchtest Hilfe. Was soll's? Mist, der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht. Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist? Ach. So, auf geht's. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Jormuteyom Senu. Ist gar nicht seltsam. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück.
Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Lässt du mich mal machen? Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Walküren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt, da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Na, Scheiße! Sag Brod nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Also das war genug Verpflegung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Oh. Oh je. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Ich... Gut. Tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Mein Laden... Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst.
Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Triff den Feuerkopf! Sehr gut. Einfach weiter. Gaulwurf! Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. In Ordnung. Mehr Klingstein. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Wenn du auf mich gehört hättest... Kann ich nicht dasselbe sagen?
Was meinst du, von wem ich das habe? Stauber! Weiter hoch. Was würde Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Wohl auf dem richtigen Weg. Hätte ich bloß einen Kompass. Over!
Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Hey! Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Ja, das ist die Tür. Hey, Freya. Wie? Kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht... das sollte ich wohl nicht erwähnen. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Wird schon schief gehen. Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg! Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist!
Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht dran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine.
Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Gut, dass ich gerne klettere. Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon... Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Oh! Ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich... Das war gerade repariert! Sauber! Ich habe immer noch meine Tricks. Falls du mich brauchst, stehe ich hier hinten. Nachtmare! Komm, du bist schlecht! Repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals, dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Hört das nie auf? Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unterschied. Brock. Stark. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe.
Wirklich? Jetzt? Galva! Urbaita! Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein Klappe. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Wollen wir? Nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig, aber schnell. Los, los, los! Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim?
Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal. Klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja, und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, was Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. na gut. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Ich kenne dich, Göttermörder. Was genau wollt ihr von mir? Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Was ist es, das du verheimlichst? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Falscher Gott! Für den Allvater! Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Bist du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt? Angebetet? Geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Ja.
Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Wir schmieden unser eigenes Schicksal.